Deutschlands Stromversorgung gehört in Europa zu den sichersten. Dennoch, Bauarbeiten, extreme Wetterlagen oder zum Beispiel Fehlschaltungen im Netz können auch bei uns im schlimmsten Fall zu längerfristigen Stromausfällen führen. Diese können gravierende Folgen haben. Züge können nicht mehr fahren, Aufzüge stecken fest. Hallo! Geldautomaten streiken, Einkaufen ist nur noch eingeschränkt möglich. Sämtliche Geräte im Haushalt fallen aus. Wohnungen werden dunkel und kühlen aus. Selbst die Wasserversorgung kann betroffen sein. Die Systeme der Telefonnetzbetreiber sind nur für ein paar Stunden mit Notstrom versorgt. Danach ist Telefonieren nicht mehr möglich. Um sich auf einen Stromausfall vorzubereiten, legen Sie sich Vorräte an und bereiten Sie ein paar Dinge für den Notfall vor. Trinkwasser und Lebensmittel für 14 Tage. Ein batteriebetriebenes Radio mit einem Vorrat an frischen Batterien. Hygieneartikel und gegebenenfalls Babynahrung. Warme Kleidung. Kerzen, Taschen oder Campinglampen inklusive Batterien und Gaskartuschen. Unter Umständen ein Campingkocher zum Zubereiten kleiner Mahlzeiten. Werden bei einem Stromausfall Gasbrenner zum Heizen oder Kerzen betrieben, besteht generell ein erhöhtes Brandrisiko. Rauchmelder in Wohnräumen, die fast überall vorgeschrieben sind, können Leben retten. Nicht nur bei Stromausfall. Informationen zur Installation von Rauchmeldern finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite. Für den Notfall sollten Sie außerdem Löschmittel wie Feuerlöscher oder Löschdecke bereithalten. Bei Hochwasser schalten die Versorger aus Sicherheitsgründen die Stromversorgung ab. Wurde die Stromnetzinfrastruktur beschädigt, kann der Stromausfall unter Umständen mehrere Wochen dauern. Sind elektrische Anlagen wie Schalter, Steckdosen und Geräte überschwemmt, die an das Hausnetz angeschlossen sind, dürfen diese nicht berührt werden. Es besteht möglicherweise Lebensgefahr. Mit Stromerzeugern, Photovoltaikanlagen oder etwa Brennstoffzellen können Sie Ihr Haus beim Ausfall der öffentlichen Stromversorgung teilweise weiterversorgen. Zum Beispiel zum Laden Ihres Handys, zum Betrieb von Lampen oder sogar der gesamten Hausinstallation. Lassen Sie sich dazu von einem Elektrofachbetrieb beraten. Die Notrufnummern von Polizei und Feuerwehr dienen ausschließlich der Meldung von Notfällen. Ein Stromausfall zählt nicht dazu. Für Informationen zum Stromausfall und dessen Dauer wenden Sie sich an den Stromnetzbetreiber. Über Ihr Autoradio können Sie auch ohne Strom im Haus aktuelle Nachrichten und Empfehlungen der Katastrophenschutzorganisationen empfangen. Und sprechen Sie Ihre Nachbarn an. Vielleicht benötigen Sie Hilfe oder können Ihnen helfen. Hast du noch Wasser für eine Suppe? Wasser schon, aber Suppe habe ich keine mehr. Ah, komm mal rein.